Hey Leute und damit willkommen zu einem Tipps und Tricks Video. Von mir heute mal und ja, ich hoffe, euch gefallen diese Tipps. Dieses Video ist für Leute, die gerade erst mit dem Spiel angefangen haben, also für ja, ein paar Leute, die gerade erst angefangen haben zu spielen und für Leute, die ein ganz klein bisschen hier was lernen wollen. Ja, also es ist nicht so für die Profis oder für die ganz Fortgeschrittenen, sondern es ist so mehr für die Leute, die halt nicht so oft spielen und Tipps wollen, wie sie gewinnen wollen oder wie sie gewinnen können. Also, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und jetzt geht's los. Ja, Leute, da ist Tipp 1. Und zwar Tipp 1, Leute, ist, ihr habt ja hier einmal die Treppe, damit ihr ja hochgehen könnt. Ich mache jetzt einfach mal, der Tipp heißt nämlich Downstairs and Upstairs, wie ihr es gerade eben auch schon gesehen habt. Wir sind gerade Risky Reels und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich das mit Downstairs und Upstairs meine. Ja, wir werden gerade angeballert. Dankeschön dafür. Toll. Hab ihn. Gut, ja, auf jeden Fall ist es so, ihr könnt ja mit den Upstairs quasi hochbauen. Und wenn ihr zum Beispiel gerade im Kampf seid, ich baue jetzt einfach mal irgendwas hin, ja, sehr gut gebaut, dann könnt ihr einfach hier ohne, verdammt doch mal, ich hasse diesen Typen, ne? Ich hasse ihn. Oh mein Gott. Okay, nice. Abgang. Was mache ich hier? Also Leute, auf jeden Fall. Tipp Numero Uno. Dann müsst ihr nämlich hier auf dem... weil ihr könnt ja die Treppe auch ganz einfach drehen. Dann ist sie nach unten. Aber das kann im Kampf, geht ja, kommt es ja meistens auf Sekunden an. Und das bedeutet, ihr müsst halt auch schnell reagieren können. Und wenn ihr dann, zum Beispiel wie ich habe alles von mir auf einem Hotkey, so müsst ihr das natürlich nicht machen, aber ich habe alles auf dem Hotkey, auf einem Hotkey, wie zum Beispiel die Wand, die Pyramide und alles einfach. Auf den Tasten, die ich einfach nie, sonst nicht benutzen würde. Auf denen habe ich alle Hotkeys. Und ihr, was ihr einfach machen müsst, ist, ihr geht hin, nimmt die Pyramide. Leute, ich werde gerade nur von Gegnern gestört. Ich habe es auf jeden Fall gerade gesehen. Macht aus der Pyramide eine Treppe. Es geht folgendermaßen. Ihr könnt einfach. Moment. Ich kann einfach auf die Pyramide gehen. Ich editiere sie nochmal zurück und die hinteren beiden einfach auswählen. Dann nochmal G drücken. Dann habt ihr das Ganze geschafft. Bei mir fliegt gerade ein nervigen Jetpack rum. Ja, genau das meine ich. Wenn man da mal nicht dran denkt, ja, wenn man daran nicht denkt, dann kann das im Kampf schwere Folgen haben, und zwar, dass ihr stirbt. Stirbt. Gut, halt die Klappe. Danke. So. Und zwar gucken wir jetzt mal, wie wir das so im Kampf anrichten können. Das bedeutet, wir gehen hin, bauen uns mal ganz kurz. Das meine ich. Jetzt gerade. Wir bauen uns mal ganz kurz so ein kleines. Wie jetzt würde man gerade kämpfen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der baut euch gerade runter hier. Dann habt ihr diese Treppe. Ihr müsst die natürlich vorher drehen. Übrigens, Leute, Achtung! Muss ich sagen, nach jedem Spiel, wenn ihr das Spiel neu gestartet habt, ist das wieder weg. Also wenn ihr müsst es jedes Mal neu editieren, wenn ihr ins Spiel geht. Das sein. Machen. Jetzt habe ich das Ganze verkackt. So, weil wenn ihr jetzt hier. Könnt ihr einfach auf die Pyramide switchen? Bei mir ist die 4 und dann könnt ihr euch einfach so runterbauen während im Kampf und habt die Treppe immer noch so. Das ist ein ganz guter Trick und damit könnt ihr dann quasi eigentlich eure Gegner ein bisschen überraschen, wenn ihr einfach da runter geht. Und ja, das ist so Tipp Nummer 1. Also, wir kommen nun zu Tipp Nummer 2. Fight back.
So Leute, Tipp 2 am Start. Und zwar Tipp Nummer 2 sind die Hotkeys, Leute. Ihr braucht Hotkeys. Das ist sehr wichtig für das Spiel generell. Also für Spiele. Das ist auch für andere Spiele wichtig, Hotkeys zu haben. Weil Hotkeys können euch im Kampf retten. Wenn ich zum Beispiel ich spiele jetzt zum Beispiel Single Pump. Und wenn ich zum Beispiel im Kampf bin, muss ich nicht mit dem Mausrad irgendwas machen. Sondern ich kann einfach meinen V drücken. Und dann bin ich bei meiner Pump dran. Ja, das ist ganz wichtig eigentlich, Hotkeys für die Leute. Also das ist jetzt auch ein Tutorial für etwas, für Leute, die anfangen gerade mit dem Spiel oder ein bisschen gespielt haben, aber nicht viel. So ist das Tutorial gerade für einen. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht für die Ultra-Profis, weil eigentlich jeder hat eine Tastenbelegung. Ja, Leute, ich hab's ein bisschen übertrieben mit den Tasten, weil ich habe einfach alles belegt, wie in Tipp 1 auch gesagt, aber ich komme halt mit der Steuerung extrem gut zurecht und habe mir das so eingerichtet, ja, ich möchte es so haben, ja, habe aber nicht wild irgendwie gesagt, ja, das ist jetzt das, dann haben wir da schon ein paar Gedanken dazu gemacht. So, das war auf jeden Fall Tipp Nummer 2, und zwar die Tastenbelegung. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Nummer 3 ist, und zwar müsst ihr bei einem Loot, wenn ihr in Loot reinläuft, ich habe hier zum Beispiel gerade einen Loot gehabt vom Gegner, wenn ihr hier reinläuft, guckt ihr, also wenn ihr zu ihm hinläuft, ich laufe jetzt gerade mal zu ihm hin, dann geht ihr quasi hin und könnt euch den Loot angucken. Da lagen ja vorher Munition und so. Und wenn ihr nichts braucht, wechselt ihr einfach auf die Picke. Und ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Lauft hier durch. Und geht dann wieder raus aus dem Loot. Ganz einfach. Ganz schnell gelootet. Sonst, wenn ihr was braucht, dann wechselt ihr. Also, es wäre gut, wenn ihr dann, während ihr lauft, auf die Waffe, auf den Waffenslot wechselt, wo ihr diese Waffe, die ihr haben wollt, nehmen wollt. Ich will jetzt die Skada haben. Gegen meine Goldene. Ich bin auf der Picke. Hab vorher gefarmt und jetzt gehe ich da rein und sehe, ach, eine Scar, dann wechsle ich auf die Scar, nehme sie direkt mit und dann habe ich meine Waffe, die ich haben möchte. So, das war Tipp Nummer 3. Jetzt geht's zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 3. Fight back. Nummer 4 ist ganz klar eigentlich, ihr müsst im Kampf, da blende ich euch jetzt einfach mal ganz kurz eine Szene ein, ihr müsst im Kampf einfach unbedingt immer über den Gegner kommen. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz in der Wiederholungsschleife. Da werdet ihr nämlich sehen, ich gehe über den Gegner, immer über den Gegner und ja, das ist nämlich sehr wichtig in einem Kampf. Wenn ihr nämlich in einem Kampf nicht über dem Gegner seid, ist es wirklich sehr, also ihr habt einen extrem großen Nachteil. So sage ich es einfach mal, weil wenn ihr nicht über dem Gegner seid, dann kann er einfach über euch gehen und sich dadurch Highground holen. Und wie ihr alle wisst, in diesem Spiel ist Highground sehr wichtig. Und deswegen ist es sehr vorteilhaft, immer über den Gegner, also wenigstens versuchen zu kommen. Wenn ihr es nicht schafft, dann ja, ist es ein kleines Problem. Hallo? Hallo? So. Also, das war auf jeden Fall Tipp 4. Wir kommen nun zum allerletzten Tipp. Ja, zum allerletzten Tipp. Let's go! Und Leute, der allerletzte Tipp für dieses Video ist einfach mit dem Scharfschützengewehr. Und zwar müsst ihr, Leute, mal drauf achten. Da achten nämlich viele Leute nicht drauf. Und den habe ich gerade schön gesniped. Dann kommt noch einer. Was auch immer der jetzt da will. Okay. Du willst erstmal den Loot stacken. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Der hat bestimmt ganz nice einen Loot gehabt. Der hat einen Rocket Launcher da hinten. Ah. Das ist schon kacke. Auf jeden Fall müsst ihr gucken, bei der Sniper, könnt ihr ganz locker easy Striche sehen. Die werde ich euch mal ganz kurz gleich zeigen. Ich muss mal ganz kurz hier den Kampf fertig machen. Leute. Warte mal. Leute. Quickscope. Was? Nicht getroffen. Die Frage ist jetzt, wie macht er das?
Boah. So macht man schon mal nicht. Oh mein Gott, Leute, ey, das ist so close. Hab getroffen. Oh mein Gott. Haben wir ihn einfach mal weggeklatscht. So. Ja. Also auf jeden Fall Tipp Nummer 5, also der letzte Tipp, ist einfach, ihr müsst mit der Sniper versuchen, also wenn ihr jemand seid, der das Scharfschützengewehr mag, genauso wie ich, dann ist es sehr empfehlenswert, einfach auf die Striche zu achten. Hier habt ihr Striche unter der Mitte quasi. Und ihr müsst gucken auf mehrere, also auf Entfernung, müsst ihr immer einen Strich benutzen, der quasi so auf den Kopf von jemandem zeigt. Dann erzielt ihr meistens eine höhere Chance, um ihn zu treffen und dadurch dann auch den Headshot zum Kill zu bekommen. Ja, ich lasse jetzt mal ganz auf meinem Jetpack liegen, denn ein Rocket Launcher tut schon mehr reinhauen als ein Jetpack. Und einen Launchpad haben wir sogar auch, das ist ganz vorteilhaft eigentlich. Bedeutet, wir gehen da hoch und noch weiter hoch. Hilfe. Und gehen jetzt launchen. Let's go. Ja, ihr könnt euch jetzt die Runde nochmal zu Ende gucken, weil das Tipps-Video ist jetzt vorbei auf jeden Fall. Ja, wenn ihr euch zu Ende angucken wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Schadet ja nichts. Oh mein Gott. Auf. Dieser. Ja, Mann. Ja, hat sich selbst in die Luft gejagt. Perfekt. Jetzt habe ich aber den Kill nicht bekommen. Schon doof. Hat er denn noch irgendwie Healing gehabt? Weil das ist echt... Wie lag da? Da liegen Minis. Cool. Muss man ganz kurz hier zu machen. Oder wir müssen eine Etage höher. So. Okay, wir schießen einfach mal ganz kurz die Treppe ab. Das machen wir hier. Auf machen. Ach. So, sitzen jetzt wohl lagerfeuer und sind jetzt mal ein bisschen glücklich. Ich jetzt mal ganz kurz hier ein Ding. Nicht, dass ich noch in irgendeiner Weise hier sterbe. Das ist aber eine Falle hier. Was auch gar nichts bringt. Ja. Halt, das ist jetzt so den Rest, sage ich jetzt mal, der Runde. What the fuck? Auf welcher Höhe bin ich hier bitte? Jetzt muss ich hier raus. Ansonsten werde ich definitiv sterben. Warum hab ich nicht den Rocket Launcher genannt? Oh.
Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Boy ist, der spielen kann. Ich frage mich halt gerade, wo der absolut ist. Weil er sieht mich ja anscheinend. Warum er da sein soll. Muss ja hier irgendwo sein. Ich bin einfach blind. Moment. Wo ist der Typ? Da oben ist ein Skybase. Ja, es ist nicht so klug, sich eine Skybase zu bauen. Ach, er hat ein Jetpack. Der kleine Go. Oh. Double Rams, Leute. Double Rams. Double Rams pudert schon ein bisschen. Weil dieser kleine Go. Was ist ein Go? Wo ist der Typ? Alter. Oh mein Gott. Leute. Ja. Also, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dahin, haut noch rein und...